Servus Leute, willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist das Becken, wie es im Moment nach 2 Monaten Betriebszeit im Prinzip steht. Ich werde allerdings in den nächsten Videos nochmal Stück für Stück die letzten 2 Monate im Prinzip nochmal aufarbeiten nachträglich. Ich habe auch lange Zeit überlegt, ob ich überhaupt Videos zur Meerwasseraquaristik machen werde und wollte euch im Prinzip in diesem Video erstmal drauf eingehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir jetzt wieder ein Meerwasseraquarium haben und oder zumindest begonnen haben. Ja, und wollte euch erstmal prinzipiell mitnehmen. Also, was ich im Vorfeld sagen kann, wir hatten schon mal ein größeres Meerwasseraquarium von 600 Litern, was bis 2019 im Prinzip lief. Und da hatten wir aber damals diverse Probleme. Ich komme ursprünglich aus dem Süßwasserbereich. Und damals gab es auch noch nicht so viele YouTube-Kanäle, wie das jetzt der Fall ist. Dank der, also irgendwie gefühlt seit der Pandemie haben ja diverse Menschen mit Meerwasseraquaristik angefangen. Und es gab nur, also nicht so stark die Möglichkeit, sich online großartig zu informieren. Man hat mehr auf die Händler vertraut. Und ich bin damals auch, wir hatten unter anderem ein Phosphatproblem und Problem mit Cyanos und habe mich da eben halt auf meinen Händler oder bin zum Händler meines Vertrauens gegangen, anstatt auf mich selber damals zu hören und zu sagen, ich mache jetzt einfach wirklich konstant mehrere Tage hintereinander ordentlich oder Wochen hintereinander einen größeren Wasserwechsel. Habe ich mich beraten lassen und dann diverse Mittel ins Becken gekippt und irgendwann ist uns das Becken umgekippt, wie man so schön sagt. Und der größte Teil des Besatzes ist draufgegangen. Ich hatte damals auch viel weniger oder zu wenig Fokus auf Korallen gesetzt. Das wollte ich diesmal ein bisschen ändern. Wir hatten allerdings von damals, man kann es hier im Hintergrund sehen, zumindest die Lampe und die Strömungspumpe, wie gesagt, das werde ich alles nochmal genauer vorstellen, zumindest aufgehoben, weil wir gesagt haben, vielleicht steigen wir nochmal irgendwann in die Meerwasseraquaristik ein. Ja, und wie es dann so ist, in dem Moment war auch eben halt nicht das Geld da, um das Becken im Prinzip neu zu bestücken, das große Becken, haben wir dann damals das Becken aufgelöst an einen, der einen Ort weiter wohnt. Witzig, aber da komme ich noch zu, ist, dass als ich jetzt wieder angefangen habe, er gerade eine Anzeige auf Quoka Online hatte, wo es darum ging, dass er ein paar Ableger loswerden wollte. Und ich mir gedacht habe, das Becken, die Fotos, die kennst du doch irgendwo her, zumindest von der Form. Ja, und dann war es jetzt so, ich hatte letztes Jahr im Winter, habe ich ein Aquarium für unsere Teichfische gesucht, wo ich die im Winter im Prinzip dann überwintern lassen konnte. Und weil wir hatten damals noch einen kleineren Teich, mittlerweile geht es im größeren Teich auch anders. Und damals waren die noch ziemlich klein, die Teichfische. Und bin dann bei eBay Kleinanzeigen, habe ich eben halt gesucht nach einem halbwegs günstigen Becken. Und bin dann erstmal auf ein Meerwasseraquarium gestoßen, habe ich gesagt. Okay, ich meine, wir hatten uns ja sowieso die Option offen gehalten zu sagen, wir fangen doch mal irgendwann an.
gerade weil auch die Technik, zum Beispiel wie der Abschäumer dabei war. Ich meine, Beleuchtung ist unsere eigene bessere gewesen. Nimmst du das Becken und dann, ja, selbst wenn es dann erstmal nur eine gewisse Zeit zu Hause leer rumsteht, aber du hast es schon mal da. Und wer meine anderen Videos verfolgt, ich leide ja unter posttraumatischer Belastungsstörung, hatte ziemlich viel Ärger in den letzten anderthalb Jahren mit der Rentenversicherung. Dadurch war es finanziell sowieso ein bisschen schwierig. Und sie mussten jetzt am Ende, nachdem der Antrag endlich nach anderthalb Jahren auf die Erwerbsminderungsrente durch war, dann eben halt dementsprechend nachzahlen. Und dann haben wir gesagt, okay, ein guter Teil geht jetzt für die Energiekosten, also zum Beispiel, wir haben eine Ölheizung, eben halt für die Füllung der Ölheizung drauf, aber wir nutzen einen Teil der Nachzahlung, um im Prinzip wieder in die Meerwasseraquaristik einzusteigen. Man muss dazu sagen, es hat mir in der Zwischenzeit auch was gefehlt, allein dieses Gefühl in ein Aquarium reinzugucken, gerade wenn ihr selber Aquarianer seid, ihr werdet das kennen, es ist beruhigend, es bewegt sich was, man hat immer eine gewisse Spannung im Prinzip dabei und es ist einfach eine tolle Sache. Man muss sich allerdings wirklich mit beschäftigen. Was ich diesmal auch, als dann irgendwie absehbar war, dass wir wieder einsteigen, diesmal tatsächlich intensiv im Vorfeld damit getan habe. Es waren ja jetzt genug YouTube-Kanäle mittlerweile verfügbar. War auf diversen Kanälen unterwegs, aber ich werde an dieser Stelle mal trotzdem zwei erwähnen, die ich absolut genial finde und jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Das ist einmal der Izzy und der Aquaona heißt er, glaube ich. Die haben zwei wirklich richtig gute Kanäle, auch gerade beide auch erstmal bezogen auf kleinere Becken. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, egal worum es geht, wenn es im Meerwasserbereich ist. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, werde ich tatsächlich auch mal in die Videobeschreibung reinpacken, einfach weil es sich lohnt, bei denen mal auf dem Kanal vorbeizuschauen. Ich mache das natürlich noch nicht so professionell. Das wird sich wahrscheinlich auch demnächst erstmal noch nicht ändern. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem was raus mitnehmen und einen gewissen Nährwert haben aus dieser Videoreihe. Beziehungsweise, ich habe zwar geschrieben, das wird die nächsten Monate, nein, das wird natürlich ein Projekt über die nächsten Jahre eventuell oder Ziel angestrebt ist natürlich, dass wir uns auch nochmal irgendwann vergrößern, logischerweise, wie das im Meerwasserbereich immer so ist. Aber ich wollte jetzt eben halt erstmal damit starten und erstmal wieder ein kleineres Becken wirklich stabil haben. Und dementsprechend, ja, ich habe es mal unter Low Budget betitelt, einfach weil ich jetzt nicht die Unsummen zur Verfügung stehen habe an Geld, wie man so schön sagt. Ja, man hat immer noch ein bisschen was in der Hinterhand, falls mal irgendwas ist. Irgendwelche Werte komplett aus dem Rahmen fallen etc. Aber ich kann eben halt leider, wie man sehen kann, das Becken ist jetzt noch nicht komplett voll mit Korallen, immer nur in kleinen Schritten Korallen dazusetzen. Klar, wenn es nach mir ginge, würde ich da 10, 20 Korallen noch zusätzlich einsetzen, selbst kleine Ableger. Aber die Finanzen, darüber wird auch selten tatsächlich leider bei YouTube gesprochen. Da heißt es dann, oh, ich habe mir mal wieder 12 Korallen bestellt und dann stehe ich da so, okay, ja, würde ich auch gerne, aber eben halt aller Anfang muss erstmal gemacht werden und ich mache es halt eher in kleineren Schritten, eben halt wie es möglich ist. Was mir wichtig war, trotzdem diesmal wirklich genug Abnehmer ins Becken reinzupacken, aber darauf werde ich dann im Prinzip auch nochmal
in den nächsten Videos drauf eingehen. Genauso wie auf das Aquarium, die Technik, wie war das mit dem Riffaufbau, wie hat sich das sogar nochmal in den 2 Monaten verändert, wie hängt das alles zusammen? Und ich hoffe einfach, dass ihr, wie gesagt, Spaß haben werdet, mich, wie ich schon erwähnt habe, zu begleiten. Ihr könnt mir jederzeit gerne Fragen oder Kommentare unten reinschreiben. Könnt gerne ein Abo und ein Like da lassen. Auch wenn ich dieses Video natürlich in erster Linie zwar für euch drehe, aber selbst wenn es keiner gucken würde, es hilft halt auch mir einfach mal, mich selber ein bisschen zu reflektieren. Ja, dann würde ich mal sagen, werde ich die Tage die nächsten Schritte aufnehmen im Prinzip, oder nicht die nächsten Schritte, sondern mal zeigen, wie alles angefangen hat, auch wenn ich da zum Teil natürlich nur Fotos habe, weil ich am Anfang nicht geplant hatte, das Ganze als Videoreihe zu machen oder überhaupt zu veröffentlichen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich euch da wieder sehen kann und ihr mich begleitet. Und ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.